Ja, da bin ich auch schon wieder böse. Sagen, machen wir natürlich direkt weiter mit dem letzten Buhu, den wir noch holen müssen. Der wäre dann hier in Spitzreis raus. Das heißt, wir starten direkt die Mission einmal. Und ja, mal schauen. Ich bin gespannt. Also wir können natürlich schauen, wenn wir den haben, den letzten, dass wir dann... Ja, wir haben ja die Secret Mission dann in jeder Welt, dass wir auf jeden Fall noch so einen, vielleicht wenn wir es schaffen, eine Mission in diesem Part noch mit reinnehmen. Und sonst... Je nachdem, einen weiteren Part starten, wo wir dann die Secret Mission machen. Je nachdem, wie lange das dauert jetzt hier mit dem Buhu. Der soll auf jeden Fall, soweit ich weiß, im Werkraum sein. Jetzt müssen wir mal kurz schauen. Mausoleum, alter Friedhof. Wo war denn hier der Werkraum? Das heißt, einmal kurz durchstöbern. Ah, hier. Da ist der Werkraum. Ach stimmt, man konnte jetzt in der Mission ja schon rechts rum. Hier soll man eigentlich hin. Okay, ist eigentlich nur rechts rum. Okay, müssen wir schauen. Ach stimmt, das war ja hier mit dem Hund. Die Mission in der Welt, die letzte. Auch sehr cool. Na, gerade schluckt es einmal seinen Schlüssel. Und haut ab. Stimmt, das war die Mission, wo wir durchs ganze Gebiet mit ihm müssen. Dann würde ich sagen, einmal rechts rum. Er ist ja hier durch. Aber ich würde natürlich, wie gesagt, erstmal lieber zum Buhu hin. Und hier rechts im Bergraum soll das sein. Okay, bin ich mal gespannt. Man hört schon, Geister sind in der Nähe. Genau, im Boden ist nicht Strom vom Hund, ne? Hier in dem Werkraum soll er sein, okay. Da oben ist der Hund wohl. Ich würde sagen, erstmal vielleicht alles durchsuchen. Da oben ist doch nur der Hund. Da sind die Hundespuren. Oder muss ich erst den Hund rausholen? Ja, er ist ja rechts rum. Kann das sein, dass er sehr schwer versteckt ist, der Buhu? Muss ich das schnallen? Moment, ich habe nebenbei, sonst schaue ich gleich mal. Also der Hund ist gerade rechts durch. Okay. Und hier in dem Raum soll aber, wie gesagt, der Buhu sein. Oben an der Decke. Oder hier kurz an der Stelle weiterleuchten. Moment. Na, hier ist ja nur der Hund durch an der Stelle. Wenn er wirklich hier sein soll, ist er aber gut versteckt. Nützt nichts, wir wollen ihn haben. Deswegen. Untersuchen wir alles gründlich. Aber hier ist nichts zu sehen. Außer dass da jetzt der Hund wieder rechts durch ist. Ich meine, ich schau mal kurz, ich habe die Seite auf. Einen Moment. Also im Werkraum gleich mehrere Objekte sind unsichtbar. Sobald ihr sie erscheinen lasst, zeigt sich der Buhu, okay. Gleich mehrere Objekte sind unsichtbar. Steht hier. Also Werkraum. Wir sind im Werkraum. Muss ich mal kurz schauen. Da ist ja der Werkraum. In der Mission B5 gleich mehrere Objekte sind irgendwie. Okay. Wo sind hier denn mehrere Objekte nicht sichtbar?
stimmt ja gar nicht. Oder ich gehe nochmal raus, wieder rein, weil der Hund ist ja recht ruhig. Oder muss man das machen, bevor man den Hund herausholt? Das könnte natürlich sein. Dann müsste ich die Mission neu starten. Gleich mehrere Objekte sind nicht sichtbar, steht da. Unsichtbar. Hier ist gar nichts unsichtbar, oder? Man sieht nur die Stellen mit dem Hund. Hier war ja der Raum, wenn man rechts durchgeht. Ich schau mal kurz und gehe dann nochmal zurück. Also mehr steht da auch nicht. Na toll. Dann nochmal zurück. Vielleicht bringt das so was, wenn man den Raum so verlassen kann. Oder man muss den Hund vorher noch nicht befreien und dann schauen. Aber gleich mehrere Objekte sind unsichtbar. Hier ist nichts unsichtbar. Im Bergraum. Schauen wir mal. Na, ist auf jeden Fall Eva-Turbel Bergraum. Mega mysteriös. Dann würde ich sagen, Mission neu starten, oder? Einmal neu starten, ja. Also dort soll er sein und es sollen mehrere Objekte auf jeden Fall unsichtbar sein. Es war kein Objekt unsichtbar, wie wir gesehen haben, nur die Fußspur vom Hund. Gut, wir haben ihn befreit. Dann schauen wir so nochmal. Also erstmal wieder durch. Also ich möchte den letzten Buhu auf jeden Fall haben. Oder muss man hier die Spur vom Hund erst folgen? Hier ist der Hund so durch und eigentlich hier dran. Ja, da oben durch, genau. Das hier ist ein anderer Raum, ne? Das ist der Wassergenerator, genau. Da war eine erste Mission, wie wir gesehen haben. Ostdiele, Stube, Werkraum oben. Und das Botaniklabor. Kurz mal durchschauen, Wintergarten. Okay. Dann scanne ich hier auch nochmal ein bisschen. Gleich mehrere Objekte sollen unsichtbar sein. Hä? Wir haben alles abgescannt eben im Raum. Und das hier ist ein ganz anderer Raum, ne? Gut, wie gesagt, schauen wir mal so gleich. Nehmen wir mal hier die Spidey mit. Ah, ja. Wollte nicht. Hier in dem Raum ist ja die Ostdiele. War ja auch nur das Bild gerade. Und hier sollen gleich mehrere Objekte unsichtbar sein. Ja, wie man sieht nur die Fußspuren, die dahin führen. Kann man ein bisschen wegstellen. Da oben sieht man nur den Hund. Hä? Muss ich das verstehen? Hä, wie man sieht, das ist nur der Hund an der Wand hier, das Teil. Wollte doch nichts bringen, weil hier ist ewig dagegen leuchtet in der Düsterlampe. Da oben links in der Ecke. Ne. Ja, schauen wir mal. Also alles weiter gründlich erstmal untersuchen. Am Boden sieht man noch nur die Spuren. Mehr sieht man am Boden nicht. Ja. Ne, war mal den Hund eben. Hey, hier ist nichts. Also hier sind keine mehrere Objekte, steht da, sind unsichtbar. Stimmt da gar nicht. Wie soll ich den jetzt kriegen?
Nochmal kurz Karte schauen, oder gibt es eine? Es gab aber nur diesen einen Bergraum. Gärtchen, Gewächshaus, Ruderbaum, Mausoleum hatten wir. Untergeschoss, das Labor des Gärtners, Kanal. Schauen wir mal kurz die Bereiche kurz durch. Unser Werkraum hat auch nur diese eine Ebene, diese hier. Stube des Gärtners wäre hinten. Herr Botaniklabor, da oben wird es da auch nichts. E2-mal schauen. Das sind alles andere Räume. Also eigentlich Werkraum, aber da ist nichts. Okay, Holerbaum wäre auch nicht, ne? Oder muss man doch erst dem Hund hinterher und später hier noch mal schauen? Ich glaube, man kommt hier noch mal durch. Ja, keine Ahnung. Sonst wäre das ein Buhu, den wir erst nicht finden anscheinend. Wie gesagt, wir haben jetzt alles abgescannt. Ich kann natürlich noch mal schauen. Gleich mehrere Objekte sollen unsichtbar sein. In dem Raum hier oder wie? Wo das denn? Und das ist eine Lösung aus dem Internet, wo ich geschaut habe. Wie gesagt, die Seite habe ich offen, da ist es auch nur der Hund wieder zu sehen. Muss man das schnallen? Nicht wirklich, oder? Ich schaue nochmal hier überall. Oder müssen die Fußspuren erst weg sein von ihm? Also erst dem Hund weiter hinterher. Stube des Gärtners. Was soll im Bergraum sein, wie gesagt? Hier haben wir immer noch Gold. So, das es kann natürlich sein, dass der Hund erst weiter durch sein muss. Weil jetzt im Moment, wie gesagt, sind da seine Fußspuren noch hier. Gut, ich würde sagen, wir schauen erstmal weiter nachher. Wenn dann die Fußspuren dort nicht mehr sind, könnte man dann nochmal schauen. Stimmt, hier kann man mal im Rasen mehr. Ist dann hinten links durch. Ja. Aber die Fußspuren, die bleiben doch, glaube ich, für immer noch. Wenn ich mir das richtig erinnere. Ich scanne trotzdem lieber auch die anderen Bereiche hier auch nochmal mit. Ja, nur noch dieser eine Buhu, klar. Und dann ist die Lösung aus dem Internet auch noch so komisch, dass da nur steht, dass da mehrere Objekte sind und Punkt, Punkt, Punkt. Hier sehe ich gerade, was habe ich hier, ist ein Eimer. Warum ist der denn nicht mehr? Ich würde sagen, einmal mal schauen. Warum haben wir hier so einen Eimer? Und man kann ja die Pflanze gießen. Wird das was bringen? Schauen wir mal. Einmal mal ein bisschen bewässern die ganzen Pflanzen und mal schauen. Vielleicht, ich glaube, in der Welt haben wir sogar 3 Juwelen oder 4 Juwelen, die auch noch fehlen würden. Wäre natürlich auch nice, wenn wir noch so eins zufällig finden würden. Ja, Tatsache. Wir haben hier tatsächlich sogar noch ein Juwel gefunden. Nice. Das heißt, hier würden jetzt noch 3 fehlen. Sehr cool. Also erste Welt waren 4, hier jetzt noch 3. Und in dem Schneegebiet 1 Juwel. Das heißt eigentlich 8 Juwelen, die noch fehlen würden, nur noch.
gemacht. Sehr cool. Was war hier noch? Aber mal schauen. Ja, wie gesagt, beim Buhu im Bergraum müssen wir gleich mal schauen. Sehr mysteriös gemacht. Aber er soll, wie gesagt, dort sein. Es sollen mehrere Objekte ja nicht sichtbar sein irgendwie. Ich würde sagen, ich renne mal hier zu der Pflanze. Was ist da noch drin? Oh, immerhin Cash. Ja. Gut, Hund ist jetzt halt da, du. Aber die Fußspuren bleiben doch. Wollen wir ihn doch noch gleich finden? Müssen wir mal schauen. Gut, eingesackt. Gut, vielleicht jetzt. Aber jetzt kommen wir zurück. Werkraum. Ah, ich glaube jetzt. Ah, okay. Jetzt haben wir hier mehrere Sachen. Ah, hier auch wieder. Okay, nice. Hier auch die Gießkanne. Und da ist er. Ja, nice. Wir haben ihn. Sehr cool. Hola, Signorina. Wie? Ach, Luigi, ich bin Don Buan. Und die Frauen fliegen auf mich. Ja. Also das heißt, man muss dann erst rechts durch. Ja, zum Glück haben wir das Juwel dadurch gefunden. Wenn wir mal zurückkommen, wie wir gesehen haben, sind die ganzen Objekte weg. Das hätten sie auch in der Lösung mit reinschreiben können. Ist in der da haben wir die Mission extra dadurch neu gestartet. Aber wir haben ihn somit jetzt gefunden, was sehr cool ist. Unser allerletzter Buhu, sehr geil. Honoran. Und Aufsaugen. Ja, wir haben ihn. Sehr cool. Gut, jetzt müssen wir natürlich die Mission komplett beenden. Mal schauen, vielleicht sehen wir sogar auf dem Weg. Also drei Juwelen würden sogar fehlen in der Welt. Aber wie gesagt, die mache ich wahrscheinlich nicht mehr mit in dem Let's Play. Wir haben zumindest alle Buhus und somit dann jetzt auch die Secret-Mission können wir jetzt auch machen. Die würde ich natürlich sehr gerne noch machen, komplett. Und sollten wir noch einen weiteren Part starten, wo wir die dann machen demnächst, muss ich schauen, dann könnte ich auch nach den Juwelen schauen, wenn er hat. Wenn ich natürlich die Orte weiß, wo die sind, würde ich sie gerne mitnehmen. Und der ist jetzt wohin? Ist er nach oben? Ah, oben hoch. Ja, da muss ich kurz schauen, wie konnte man da noch hoch? Ich glaube durch den Raum, ne? Aber cool, auch mit dem Juwel gerade. Ich würde sagen, immer schön fleißig trotzdem alles mitscannen. Wer weiß, vielleicht bin ich noch ein Juwel. Durch Zufall. Na, das war die Pflanze hier, genau. Aber Moment. Da unten hätte man auch schauen können, oder? Ich muss sagen, jetzt wo wir es wieder weiter zocken, macht es mega Laune. Ja, das Juwel da hinten mit der Maus, das haben wir. Man kommt da so gar nicht wieder runter. Er veräppelt einen auch total. Ne? Die Mission übrigens war mega nervig. Wo ist er lang? Okay, ja. Hä? Hier ist er oben in der Decke. Achso, nach oben hoch. Ich glaube, da müssen wir rechts rum. Ja, Treppenhaus. Okay. Ah, hier ist sogar noch ein Knochen. Hm. Gut, dass ich kurz geschaut habe. Wollte nur so mal kurz schauen. Hm.
Na gut, dann wollte ich sagen, schauen wir erstmal dem Hund hinterher. Er ist auch hoch. Moment, was war hier? Ach, da ist sogar noch Gold, ne? Nice. Mit sehr viel Goldbarren. Moment, hier nochmal kurz schauen. Irgendwas leuchtet da gerade über. Hä? Ich schau mal kurz an der Vase. Aber haben wir jetzt hier so eine goldene Fledermaus? Aber sie fliegt ganz nach oben hoch. Okay. Also irgendwas leuchtet an der Stelle hier. Ganz leicht am Schimmern. Oder sind das seine Fußspuren? Ich würde sagen, so wegen Juwelen schaue ich natürlich auf den Weg auf jeden Fall noch mit und so. Wie gesagt, wenn ich noch welche finde, wäre natürlich cool, aber muss nicht unbedingt. Hier haben wir jetzt noch den Wintergarten. Ach stimmt, hier war hier drin, glaube ich, noch. Einen unsichtbaren Klavier. Okay. Ich finde den Soundtrack immer mega cool, diesen mysteriösen, gruseligen Soundeffekt. Oh, schade, blitzen kann man ja leider nicht, jetzt ist er hinten. Musste man das hier noch machen? Da hinten hin kann man ja nicht noch. Da, Fledermaus. Wenn man raus wollte, konnte man. Oder muss man noch mal ran hier? Schauen wir mal. Daneben hoch da. Okay. Leider nichts geworden. Hier rechts sehe ich gerade, hier wäre übrigens auch noch eine Tür. Ach stimmt, das war hier, genau. Aber gab es hier oben, da wo jetzt gerade der Teppich war, ist da noch irgendwas versteckt? Wo ist da jetzt die Zettel da? Saug die mal alle weg, oder? Schauen wir mal. Ah, bringt nichts. Ja. Okay, ich wollte gerade sagen, warum fliegt er nicht hoch? Okay, wir haben ihn zumindest verjagt. Ah, stimmt, der war hier auch noch. Okay, krass. Zum Glück haben wir sogar noch einen goldenen Knochen. Nerviger. Geil. Aber
eingesagt. Mega cool. Gut, dann schauen wir mal durch. Der Hund ist er. Moment, ist er hier durch, oder? Ah, ist er hier so lang? Ich muss sagen, die Mission übrigens, wo wir das erste Mal hier durch sind, eigentlich sehr nervige Mission mit dem Hund. Und hier ist er da rein, irgendwie anscheinend. Ah, ins Badezimmer. Eigentlich ist er cool, der Hund. Ich sage so einmal hinten rum. Und da immer noch Herzen drin. Ah, hier, okay, in der Toilette. Und natürlich wieder runter. Okay. Was war das denn noch für eine Säule hier? Also, da konnte man nicht ran, okay. Ich wollte gerade sagen. Gut, er ist unten durch. Ja, ich saug einen auf und er kommt da und greift mal ans Bein, der eine. Auch krass. Aber mehr war hier nicht. War klar. Ich glaube, der Hund war im Bett, glaube ich, versteckt. Gucken wir mal. Ah, hier ist er auch gleich. Okay, wir können ihn sogar saugen. Er ist direkt ran da. Und somit auch gesaugt. Sehr cool. Ach stimmt, jetzt haben wir somit dann natürlich den Schlüssel, den er aufgesaugt hat, den wir zurückholen sollten. Und ich glaube, das war, glaube ich, die Mission. Schauen wir mal. Also Texte natürlich überspringen. Kennen wir. Ja, Tatsache. Somit haben wir auch unseren letzten Buhu jetzt endlich im Tresor drin. Unten im Git-Speicher. Oder eher gesagt Git-Speicher. Zeit, diesmal sogar ein bisschen länger. Okay. Gut, war auch wegen dem Buhu. Rang. Na, immerhin 2 Sternchen. Gut, schauen wir mal einmal weiter. Krass. Das war der letzte Buhu. Kannst du immer noch nicht glauben. Und somit erstmal zurück. Ich würde sagen, wir schauen auf jeden Fall da auch mal in den Buhu-Tank, oder? Ja, neues Juwel natürlich auch durch Zufall. Und den Buhu. Plus nochmal 922 Gold. Immerhin. Und neue Mission Efeutürme Operation Ecto. Also,
Ich würde sagen, so eine könnte man da mitmachen. Ich weiß nicht, was uns dort erwartet in den Missionen. Aber wir haben die bisher noch gar nicht gemacht. Übersprünge ist gerade nicht möglich. Okay. Ja, schauen wir mal. Also wie gesagt, jetzt haben wir somit den letzten eingesagt. Und die letzte Operation freigeschaltet. Ich würde sogar sagen, wir fangen natürlich dann in der großen Villa an, weil wir jetzt überall die geheimen Missionen. Wären dann ja 4 Stück, oder? Und wie viele Welten gab es? 1, 2, 3, 4, 5. Also 5 Missionen, die wir jetzt noch haben. Okay. Erstmal aber, wie gesagt, schauen wir mal kurz in den JIT-Speicher. Und ich sag Git. Den Git-Speicher oder den Buhu-Tank. Also ich sehe gerade vom Geld links, wie man sieht. Man könnte sogar 999.999 Geld farmen. Wenn man da Bock drauf hätte jetzt. Cool, Extras wäre nichts, aber hier, der Buhu-Bunker-Tank. Ja, 32 von 32 Buhus. Natürlich auch mit Dank der Hilfe aus der Community von euch. Und natürlich jetzt die letzten 3, hatte ich ja geschaut im Internet, mega cool. Wie das aussieht, mega cool. Highlight. Krass, das heißt, es wären jetzt eigentlich, wenn man es noch machen wollen würde, nur noch die Juwelen. Und da haben wir, was hatte ich gesagt, vorhin 7 oder so noch. Krass. Aber mir ist wichtig, dass wir auf jeden Fall die Secret Mission auf jeden Fall noch machen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal, Moment. Ja, Werbertor, wie gesagt, wären auch noch Geister, die man machen könnte. Die es ja nur im Online-Modus freizuspielen gibt. Da würde ich, wenn, dann vielleicht privat mal reinschauen. Juwelensammlung, wie gesagt, ich schaue mal ganz kurz. Also die erste Welt hatten wir fertig, bei der zweiten sind es noch 3. Genau, da haben wir eben den einen gefunden. Hier auch nur 3, Ingenieurshof, und hier halt nur noch der eine eigentlich. Krass. Sonst haben wir alle Juwelen gefunden, hart. Ja, wie gesagt, dank der Hilfe von Sophie, die ja auch geschrieben hatte im Chat, haben wir die ja gefunden, die Juwelen. Sonst hätte ich, glaube ich, nie alle, also nicht so viel wie jetzt hier. Gut, dann schauen wir mal. Also wir haben jetzt ja eigentlich, wollen wir mal schauen, Gruselbilla. Wäre Operation Gänsehaut. Ich würde sagen, ich lege hier noch mal eine ganz kleine kurze Pause ein, weil ich muss schon auf Blätter. Meine Blase ist immer so, dass ich mindestens 2-3 Mal in der Stunde auf Blätter muss und so. Ja, dann würde ich sagen, machen wir gleich auf jeden Fall direkt hier diese Mission. Interessant, ich empfange schwache paranormale Signale aus der ganzen Gruselvilla. Luigi, dein Einsatz ist gefragt. Bin gespannt, vielleicht schaffen wir sogar 2 in dem Part. Die letzten könnte man dann im Bonuspart machen. Müssen wir schauen, das heißt, ja, kurze Pause und bis gleich. Ja, da bin ich auch schon wieder, würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit Operation Gänsehaut. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns hier jetzt erwartet, weil die Mission, die Secret Mission, die kennen wir noch nicht, wenn man alle Buhus eingesackt hat. Und ich bin froh, dass wir endlich alle auf jeden Fall haben. Kommen wir zu, Luigi. In der Gruselvilla spuckt es wieder. Und nicht zu knapp. Gerade empfing das Periskop neue paranormale Signale. Unverhofft kommt eben auf. Ich habe keine Vorstellung, woher die Geister diesmal kommen. Eines ist sicher, Kaffeekränzchen werden sie dort keine halten. Wir sollten sie denkfest machen. Ich televoxele dich zurück zur Gruselvilla und gebe dir dort weitere Instruktionen. Einverstanden? Spitze, dann drück deine Kappe zurecht, mein Lieber. Jetzt geht's los. Okay, bin gespannt, was wir machen müssen. Es sind auf jeden Fall neue Geister irgendwie aufgetaucht, was er sagt. Mal schauen. Unsere erste Operation in der ersten Welt, die Gruselvilla hier. Unsere erste geheime Mission nach dem Buhus. Okay, was soll man machen? Na dann, Luigi, ich habe Geister geordnet. Schau auf die Karte. Fange alle Geister so schnell du kannst. Also das ist so eine Art Speedrun, kann man sagen. Mega cool. Ja, schauen wir kurz auf die Karte. Läuft dann die Zeit weiter? Nö, ne? So oben E1 sehe ich gerade. Oben bei der Diele. Okay. Wir sind da hier unten. Das heißt, wir müssen noch durch. Oben hoch und dort. Okay. Und so schnell wie möglich alle einsacken. Okay.
Dann würde ich sagen, einmal durch. Ich würde sagen, das hat aber was. Das ist ja, wie gesagt, wie so eine Art Speedrun aus Nintendo World Championships, eine erste Edition. Sowas müsste Nintendo auch mit neueren Spielen machen. Ist auch SNES Edition, wäre natürlich sehr cool. N64 Edition von Nintendo World Championships wäre auf jeden Fall geil. 40 Sekunden haben wir genommen. Moment, einmal umdrehen. Und hinterher. Okay, 52 Sekunden haben wir. Was sagt er? Heiliges Nudelholz, neue Signale. Diesmal aus zwei Räumen zugleich. Und wir haben knapp eine Minute. Okay, diesmal runter. Und unten, okay. Und man kann natürlich auch die ganze Gruselmilla betreten, wie man sieht. Also alle Räume, alles drum und dran. Deswegen gibt es die Mission auch erst, wenn man alle Buhus hat. Okay. 1 Minute 18 Sekunden. Ich würde sagen, wir sind gut dabei, oder? Fürs erste Mal. Einmal rein und erstmal den Raum, würde ich sagen, hier nehmen. Den haben wir. Der eine hat noch Sonnenbrille, ne? Und somit alle drei auf einmal. Yes. Umgekriegt, okay. Das heißt, schnell links rüber. Ich muss sagen, das ist was für mich. Das erinnert mich total an Nintendo World Championships, wo man schnell durchrennt, alles schnell einsacken und Zeitrekord aufstellt. Direkt den nächsten. Und eingesackt, okay. Haben wir alle? Ja, es geht noch weiter. Schaut die Karte. Okay, schauen wir. Also erstmal unten, links rum und dann oben wieder hoch. Okay. Machen wir erst die unteren, oder? Also wenn man Karte aufruft, steht die Zeit still. Das ist schon mal gut. Bin mal gespannt, wie lange diese Mission geht und wie schnell wir durch eine durchkommen. Weil man kann natürlich schauen, dass wir in der zweiten Welt vielleicht dann auch noch reinschauen. Die Karte oben rechts habe ich im Blick im Moment. Ja, hier direkt die nächsten. Knapp 3 Minuten haben wir gleich. Ja, wie gesagt, es kommt mir sofort. Es ist ja so eine Art Speedrun, kann man sagen. Ne? Weil die Zeit läuft und läuft. Ich denke mal, man kann hier bestimmt auch 3 also Sterne Gold bekommen und so. Je schneller man ist, desto besser. Hey, wo ist er hin? Da. Der blaue ist da. Okay, Raum gesäubert. Das heißt, schnell hoch. Einmal durch den Flur hinten durch. Treppe hoch und auf zur Diele, würde ich sagen. Und knapp 4 Minuten haben wir. So, 4 Minuten, 13 Sekunden. Hier 14. Das war, glaube ich, die Mission, ne? Weil die Zeit ist angehalten, okay. Und jetzt? Hä? Er ruft doch nicht an. Ach doch, jetzt. Ich wollte gerade sagen, okay. Also Zeit ist angehalten, er ruft mich an. Ich dachte gerade, okay. Feierabend, Luigi. Du warst zwar nicht der Schnellste, aber du hast alle gefangen. Sehr schön. Ich hol dich zurück. Ich finde, dass das hat was. Das macht Laune, muss ich dazu sagen. Mal schauen, was wir haben, welchen Rang wir haben.
Zeit 4.14, Gefangengeister 23 gibt es insgesamt. Reicht mir natürlich auch nochmal ein bisschen mitgenommen. Und sogar 3 Sterne Goldrang sogar direkt bei der Mission. Mega cool. Das heißt, wir waren sehr, sehr gut und ich muss sie auch nie wieder spielen, weil ja, wir haben den besten Rang rausgeholt. Mega cool. Ich würde sagen, dann könnte man direkt natürlich in die zweite Mission auch reinschauen. Wenn die dann doch nur so kurz sind. Denke mal, dass bei den anderen Welten später das bestimmt noch schwieriger wird, oder? Das passt, das hat was. Da kriegt man direkt wieder Lust auf Nintendo World Championships weiter zu spielen. Ich habe da sehr viele Sachen auf S-Rang, aber noch nicht alles, also noch lange nicht. Willkommen zurück, Luigi. Die Geisterinvasion war größer, als ich angenommen hatte. Ja, und natürlich alle runter mit rein. Krass, und sogar 3 Sterne Goldrang direkt. Für die Mission. Ja, du hast dir das fürchten gelernt, mein Wertester. Jetzt wissen sie Bescheid. Aber nur nicht arrogant werden. Hochmut kommt vor dem Fall, verstanden? Also ich habe ja keine Ahnung, was diesen Geisteransturm dann ausgelöst haben könnte. Paranormale Phänomene entziehen sich mitunter der fachlichen Analyse, weißt du? Aber eines steht fest. Auch wenn es etwas dauert, die Wissenschaft triumphiert. Ja, somit Operation Gänsehaut auf jeden Fall schon mal 3 Sterne. Mega cool. Und in der ersten Welt hatte ich ja nur hier bei A3 3 Sterne hier, okay. Krass. Die anderen Missionen, da muss man mal schauen, ob da privat nochmal reinrennen, auch 3 Sterne machen und so. Könnte man natürlich, wäre natürlich auch cool. Muss ich mal schauen, ob ich das vielleicht noch mache. Okay, so eine große Bilder auf jeden Fall erstmal abgehakt. Dann wäre als nächster Efeu-Türme Operation Ecto. Ja, somit haben wir die Buhus und die Operationen hier noch. Beruhigend, ich empfange deutliche paranormale Signale aus den Efeu-Türmen. Luigi, du bist am Zug. Luigi, wir haben ein Problem. Oder Schlamassel, wie der Akademiker wohl sagen würde. Weißt du noch, als sich in der Gruselvilla ungebetene Gäste breit gemacht hatten? Nein, nein, nicht die Spinnen. Kein Grund loszuschlottern. Ich meine die Geister, die von wer weiß woher in die Villa eingezogen waren. Aber jetzt sind die paranormalen Signale um einiges stärker. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wir sollten die Geisterei lieber frühzeitig eindämmen. Ich wache wie immer von hier aus über dich. Viel Erfolg. Ja, mal klar. Er chillt natürlich hier in seinem Büro, wie immer. Während wir die Geisterarbeit erledigen müssen. Aber mega, mega cool. Ich finde das so mal so ein Highlight zum Ende. Wo man alle Buhus hat. Macht mega Laune. Diesmal Efeu-Türme. Operation Echo. Gut, hier natürlich erstmal schauen. Na dann, Luigi, schau auf die Karte, dann weißt du wohin. Los geht's. Okay. Na, besser immer Karte schauen hinterher. So schnell wie möglich alles einsaugen. Ich denke mal nicht, dass ich überall 3 Sterne schaffe, aber. Ich würde sagen, Bronze reicht mir auch erstmal. Hauptsache man hat das erstmal. Okay, die mit ihren Schaufeln hier, ey. Und den haben wir schon mal. Ne, alle beide wieder. Ja, dann ist doch der eine dabei. Ja. Und auch gekriegt. Nachschlag, Luigi. Schau auf deine Karte und setz den Spuk ein Ende. Okay, diesmal oben E2. Dann müssen wir unten rüber und dann hoch noch. Würde ich sagen, schnell durch. Das ist wirklich wie so ein Speedrun. Bei Nintendo World Championships, NES Edition, sind da auch diese Aufgaben so, mach das und das, so und so schnell. Renn durch da und dann gibt es da die Ränge dafür.
Gut, hier eigentlich durch und so. Oh. Eine Minute haben wir so schon. Wir müssen mal in die Karte noch schauen. Noch höher, ne? Das heißt, das stimmt, die dann zu hoch. Die Bereiche sind alle offen. Ah, hier war stimmt auch die Puppe hier links. Sehr coole Erinnerung gerade. Hat ja sogar einen Clip gemacht und hochgeladen. Sehr cool. What? Er gibt mir direkt eine Schelle. Hier, wo ist der andere? Wo ist er hin? Ah, hier ist zumindest der rote. Gut, haben wir. Hä? Ah, hier. Klar, ey. Gut, die haben wir. Moment, jetzt muss ich kurz schauen. Achso, oben war da noch. Das heißt, weiter hoch und oben in dem Raum. Lange her, wo wir hier durchgerannt sind. Nur noch einmal durchs Schlafzimmer schnell. Wenigstens hier ist alles durch Ness. Die sind auch mega nervig, die Geister, wenn sie die Schaufel haben. Dann ist noch der eine Geist, der einen so erschrecken kann. Na komm. Dann habe ich zumindest ihn hier schon mal. Also ich habe gerade gesehen, wir hatten nur noch eben ganz schön wenig Herzen. Der lacht sich Schrott, ey. Da ist nicht hinbekommen. 38 Herzen. Okay. Okay, und geschafft. Warum hängt die Schaufel da? Die Schaufeln hängen da nicht, gell? Du lieber Turmspuk, noch mehr Geister, woher kommen die nur? Ich denke mal genau, einmal rüber. Dann eigentlich runter die Treppe dort, okay. Das heißt, ja, Speedrun, einmal schnell weiter. Na, wo gerade sage ich, habe auf die Karte geschaut, okay. Gar nicht gesehen, dass ich da gegen die Ecke renne. Ach, er hier, okay. Nicht gut. Eigentlich sogar etwas stärker. Und klar, ey. 17 Herzen somit. So, den Großen haben wir auch. Und er noch, ne? Na komm. Ein paar Herzen sogar noch schnell mitnehmen. 67 Herzen block, ja. Dann schnell durch die Treppe nach unten. Das ist wirklich wie ein Speedrun, spielt sich das. Und dann Karte, noch ein runter. Er konnte man nach. Achso, Moment, dann müssen wir hier durch. Schnell hier rein. Konnte man hier so runter? Ne. Hä? Die Ranke kann man noch gar nicht runterklettern. Wir können jetzt höchstens hoch und hier ist die Treppe ja kaputt. Moment, wir sollen unten runter, wie das? So schnell? Oder konnte man von oben irgendwie runter? Okay, da muss man auch schauen, dass man die Wege kennt.
Okay, ich will jetzt keine Bestzeit hinlegen, von daher würde ich sagen, da muss man ganz links rumrennen, oder wie? Oder müssen wir noch höher? Ne, noch höher. Schauen wir mal. Bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob man hier noch so mit dem Ballon irgendwie runter konnte. Dann renne ich erstmal hoch. Wir müssen da runter und dann rechts rüber, okay. Dann nehme ich den Weg. So, mein Arm wieder schnell zurück. Ich wüsste jetzt nicht, wie man rechts schneller runterkommen soll. Aber wie gesagt, die Operationen hier in den Levels bis zu den Welten spielen sich wirklich wie so ein Speedrun. 6 Minuten sogar schon aus. Na komm, durch da. Hey, wo bin ich? Oh, nein, noch weiter runter. Hä? Moment, wir sind hier auf der Ebene. Wo ging es denn hier noch weiter runter? Was? Mario. Ach, das war der Raum hier. Dann musste man hier... Kann man hier unterwegs wieder runterklettern? Ja, okay. Wollte schon gerade sagen, ja. Wieso ging das rechts bei der anderen Pflanze nicht? Okay, ich sehe schon kommen, wir haben auf jeden Fall einen Bronzerang, oder? Na gut, vielleicht auch noch Silber. Wäre natürlich auch sehr cool. Gut, somit einmal blenden und ran da. Moment, jetzt müssen wir hoch bei der Treppe, genau. Ja. Das ist einmal durch. Okay. Und hier direkt die nächsten. Mit Schaufel natürlich wieder. Na komm. Gut, die haben wir. Und dann er hier wieder, ey. Mega nerviger Geist. Sogar noch einer von dem. Übrigens, die Energie geht auch ganz schön schnell runter, wenn die einen so oft treffen. Gut gekriegt. War das alles? Ja. 8 Minuten, 18 Sekunden. Okay, schauen wir mal. Ich bin gespannt, welcher Rang. Könnte sein, dass es nur Bronze ist oder halt Silber. Aber immerhin Mission geschafft. Das war der letzte Luigi. Hoffentlich war das schnell genug, damit wir fürs Erste unsere Ruhe haben. Dann fertig zum Abflug. Ja, somit alle Geister auch hier eingesagt. Okay, Mission abgeschlossen. Mal schauen. Also gefangene Geister 25 insgesamt. Okay. Und Rang trotzdem 3 Sterne, obwohl ich so lange gezögert habe, so krass. Wir haben trotzdem Gold gekriegt. Gibt es da eigentlich auch 4 Sterne? Das wäre auch so eine Frage. Das wäre dann der Platin, ne? Also es gibt da Bronze, Silber und Gold. Ich bin mir nicht sicher. Kann sein, dass Gold ist, glaube ich, der letzte Rang, oder? Bin mir da nicht sicher. Kann sein, dass es natürlich noch einen besseren Rang gibt, aber... Bis jetzt haben wir immer noch... Das höchste war bisher Gold, also 3 Sterne. Krass, obwohl ich so lange gebraucht habe. So bereden wie immer. Auf dich ist wirklich Verlass, Luigi. Und dir ist ein wahrhaftiger Meistergeisterjäger verloren gegangen. Unter deiner fragilen Fassade schlummert Fürber ein Recke ohne Furcht und Flegeltum. Nice.
Ja, somit auch nochmal 278 Cash. Das heißt, die ersten beiden Operationen sogar komplett fertig. Fein, fein. Wo waren wir? Ach ja, Geister. Geister allenthalben. Ich kann mir immer noch nicht erklären, woher auf einmal all diese Geister kommen. Das Paraskop kann sie erst erfassen, sobald sie im Tal sind. Wirklich zu dumm. Na, immerhin sind es jetzt wieder ein paar weniger. Kehren wir zu unseren Aufgaben zurück. Okay. Ja, mega cool. Und beim Boss hier bei Wipfelstürmer hatten wir sogar auch 3 Sterne. Sehr geil. Krass, hier oben noch Bronze, Bronze. Und einmal zweimal Silber, okay. Ja, schauen wir mal. Ich würde sagen, man könnte das Ingenieurshof auch noch mitmachen. Und mal schauen. Also Schneebergwerk und Trugschloss aufheben für den nächsten Part. Weil, ja, wir sind auch schon wieder gut dabei. Also hier gehen wir auf jeden Fall noch rein, würde ich sagen. Operation ehrlich. Wie gesagt, da hätten wir danach noch 2 nur noch, ne? Das ist furchtbar. Ich empfange starke paranormale Signale im Ingenieurshof. Luigi, du bist dran. Okay. Hey da, mein Bester. Das Paraskop hat neue paranormale Signale empfangen. Aufregend, oder? Hier, der nicht allzu überraschende Plan. Fang so schnell wie möglich sämtliche Geister ein. Und sei vorsichtig, meine Spuksohren schlagen mich aus wie verrückt. Ich lotse dich dorthin, wo es geistert. Nur keine Sorge, ich habe das alles im Griff. Fein, dann teleboxe ich dich jetzt rüber auf 3. Fertig? 3. Okay, er hat gar nicht gezählt. Er sagt direkt 3 und einmal direkt durch. Okay. Ich würde sagen, für die anderen beiden Welten, die heben wir uns, glaube ich, auf. Ich würde dann für den nächsten Part vielleicht sogar nochmal im Inhalt schauen. Ich weiß ja nicht, mit den letzten Juwelen, ob ich die wirklich noch mitnehme. Oder wir machen das so, dass wir die beiden Operationen machen. Und dann nochmal vielleicht sogar online zocken, weil da fehlen auch noch Geister. Müsste ich schauen, wie ich das mache. Aber schauen wir erstmal hier rein. Das heißt, ja. Story-Finale haben wir im letzten Part gehabt, aber das Let's Play ist noch nicht vorbei mit dem Part. Dann wollen wir mal. Hat sie schon. Schaut die Karte. E1. Wäre dort Uhrmacherzimmer. Okay, hier muss ich jetzt erstmal schauen. Warum wir länger nicht noch? Wir sind der EG, das heißt gerade hoch, wieder hoch und Treppe hoch, oder? Mal schauen. Ich versuche natürlich wieder so schnell wie möglich durchzukommen. Aber krass, dass sie trotzdem 3 Sterne Gold reinbekommen haben. Das hat mich auf jeden Fall gewundert. Moment, hier schaue ich lieber hier lang. Ich weiß, ob das richtig ist durch die Lagerhalle, aber schauen wir mal. Hier können wir so durch. Fahren wir hinten rum. Ja, zumindest sind wir oben, ne? Oh. Ladehalle. Ach stimmt, hier muss man wieder so balancieren. Na komm, oh, Luigi. Hä? Und dann bin ich auch noch direkt. Achso, man kann glaube ich rüberspringen. Ich mag Bewegungssteuerung ja gar nicht. Wie ging das doch mit rüberspringen? Ich drücke ZR. Achso, mit dem rechten Analogstick. 1 Minute 19 Sekunden sogar schon. Sag ich nichts zu. Hier einmal rüber. Ich halte den Controller eigentlich die ganze Zeit so gerade. Okay. Aber geschafft. Ich sehe gerade, das war sogar falsch. Aber hier ist sogar noch ein Juwel.
was wir nicht hatten. Nice, gut, dass wir geschaut haben. Somit haben wir in der Welt auch nur noch 3. Mega, mega cool. Also man kann die Juwelen sogar hier in der Mission holen. Ich würde sagen Highlight. Ich habe immer noch mal 2 weitere Juwelen in diesem Part ergattert. Gut, dass ich erst hier geschaut habe. Na gut, ich bin jetzt nicht auf Speedrun aus, wie bei Nintendo World Championships. Das ist nicht wahr, oder? Mit der Bewegungssteuerung wirklich komisch. Nein, nicht runterfallen. Ich halte den Controller schon ruhig. Okay. Ja. Dann hier rüber. Ja, gefährlich. Dann wieder rüber. Krass, da finden wir sogar noch ein Juwel in der Ecke. Okay, somit immerhin die ersten Geister jetzt hier. Na gut, eben haben wir auch Gold bekommen, wo ich dachte, ich kriege nur Bronze. Ich muss aber sagen, diese Mission hier finde ich sogar mega cool, weil das macht mega Laune. Du liebes Lotterlagen, beeil dich, Luigi. Okay, Frage ist wo? Wieder runter. Ich glaube, da kann ich so runter in den Raum. Ich weiß nicht, ob hier dann eine Treppe wäre. Ah, hier in der Lagerhalle. Konnte man da irgendwo runterspringen? Ich glaube ja, ne? Ah, hier mit dem Pfeil, glaube ich. Und da ist er sogar hier. Nice. Und er mit dem Schild hier. Und der eine. Und wir haben sogar 4 Minuten 21 Sekunden sogar schon. Okay, Raum gesäubert. Dann einmal komplett rechts. Ja. Aber geil, dass man die Juwelen auch hier in den Operationen so machen kann. Weil in den Operationen kann man das ganze Gebiet, die ganze Welt schon betreten. Also hätte ich nicht gedacht, dass es auch geht. Ah, hier, er hier. Er muss ja gegen die Wand rennen, ne? Genau. Komm. Ich finde die Mumien eigentlich sehr cool. Ah, brennt, yes. Das war sogar sehr gut. Oh. Und Raum gesäubert. Oh, es geht noch weiter. Diesmal spuckt zum 3 Räume auf einmal. In 3 auf einmal, okay. Das heißt, ein Uhr links wieder rüber, dann dahin und dann hoch, okay. Das heißt, weiter geht's mit unserem Speedrun. Wäre natürlich geil, wenn ich noch so wie wir jetzt genau durch Zufall. Okay, Raum gesäubert. Dann ein nur gerade durch. In die Ladehalle. Frage ist natürlich wo? Ah, hier. Was ist das? Also er hier.
Sogar er kommt hier vor. Okay. Gut, Raum gesäubert. Okay. Herzen mitnehmen. Wollen wir mal schauen. E1 müssen wir nur wieder hoch und dann dort den Raum. Okay. Wie gesagt, ich finde das mega cool, dass hier zum Ende sogar so eine Art Speedrun ist. Okay, 7 Minuten, 6. 7 Minuten noch. Ja, und Raum gesäubert. Und das war's. 7 Minuten, 14 Sekunden haben wir gebraucht. Gut, Luigi, gut. Das sollte der letzte gewesen sein. Dann bitte bereit machen zum Transport. Nice. Somit auch 7 Minuten. Okay, 7:14. Bin mal gespannt im Rang. Also mir kam das wieder so vor, als wenn ich Bronze hätte. 22 Geister insgesamt. Ja. Und Rang 3, wieder 3. Okay, krass. Das heißt, die 3 Stelle Gold kriegt man hier locker. Man kann bestimmt auch bessere Zeiten hinbekommen. Aber hätte ich nie gedacht. Ich hätte es, wie gesagt, auch wieder mit Bronze gerechnet. Also 1 Stern Bronze. Dass es so schnell geht. Also mit 3 Sternen in den Missionen. Ist schon cool auf jeden Fall. Punktlandung, Luigi. Lass uns die kleinen Rabauken schnell aus ihren engen Behältnis befreien. Okay, somit auch im Speicher und natürlich, wie gesagt, durch Zufall ein weiteres Juwel. Eigentlich sehr cool. Das passt. Wie gesagt, ich muss mal schauen. Vielleicht schaue ich auch im Internet für den nächsten Part, dass wir vielleicht sogar die Auto mitnehmen, die letzten Juwelen, das muss ich testen. Und mal schauen, je nach Lust und Laune, weil es sind auch ganz wenig Juwelen. Und ja, diese 2 Missionen jetzt, glaube ich, noch. Gut, das, gut, dass du den Spuk ein Ende gemacht hast. Das ist erschreckend, wie schnell so eine Geisterklicke ein ganzes Bauwerk besetzen kann. Aber so läufst du mal in der Geisterforschung. Mal studiert man mit heißen Bemühen. Und genauso oft läuft es einem eiskalt über den Rücken. Und in die Pantoffel. Oh, ein Glück, dass es hier im Unterstupf so warm und sicher ist. Na, er hat's gut. Findest du ja auch, Luigi? Ja. Ja, somit auch Operation ehrlich. Auch abgehakt. Krass. Das heißt, es wäre jetzt so Schneebergwerk und Trugschloss, ne? Also 2 Missionen. Ich wollte aber sagen, wie gesagt, das machen wir dann im nächsten Part. Das wäre dann mal schauen. Operation ehrlich. Ah ne, das hatten wir noch. Also ja, stimmt. Wir sind da hier. Also Operation Spukweg und Operation Turmspuk. Okay. Ich finde, die machen mega Laune auf jeden Fall. Wie gesagt, es spielt sich wie so ein Speedrun. Aber wie gesagt, das können wir gerne im nächsten Part schauen. Und wegen den Juwelen würde ich gerne nochmal schnell schauen zum Ende. Und wir haben jetzt auch nochmal 2 reinbekommen. Sind nur noch 1, 2, 3 Welten. Die anderen haben wir fertig. Hier der eine Juwel am Ende, da wüsste ich, wo er ist. Und da haben wir den dann nur nicht bekommen. Hier 3 und dort 3. Also eigentlich, ja, ganze 7 nur. Okay, krass. Ich muss mal schauen, vielleicht machen wir die noch mit. Oder vielleicht aber auch nicht, das muss ich auch schauen. Also zumindest die beiden Missionen, die Operationen machen wir dann im nächsten Part. Und vielleicht sogar nochmal Werberturm, also wenn jetzt nichts anderes wäre und ich die Juwelen nicht finden soll, dann natürlich auch gerne nochmal einen Werberturm. Und ja, das heißt, nur noch 2 weitere Operationen kommen und dann wäre das auch bald schon zu Ende, das Game, das Let's Play. Story haben wir seit dem letzten Part die Story durch und so. Und ja, hiermit jetzt auch endlich die Buhus alle eingesackt mit diesem Part.
Dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer Nobeldecker 86. Ciao.